Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für die neuesten Features und Verbesserungen der Performance wieder interessieren. Mein Name ist Alexander Kolmogorzew und ich möchte Ihnen heute präsentieren, was es so Neues gibt in der Version 22.1. Auch diesmal bedanken wir uns bei allen, die uns tollen Input gegeben haben in Form von Verbesserungsvorschlägen, Feature-Requests oder Bug-Meldungen. Einiges davon wurde auch in dieser Version berücksichtigt. Verlieren wir also keine weitere Zeit und starten mit diesem Webinar. Und wir starten mit den obligatorischen Informationen. Das heißt, das neue Release wurde vor ein paar Wochen veröffentlicht. Sie sollten eine Mail erhalten haben mit dem jeweiligen Setup, mit der neuesten Version und auch mit den Hinweisen. Das heißt, auch diesmal empfehlen wir Ihnen, dass Sie auf jeden Fall ein Backup erstellen von Ihrer Datenbank, um Datenverluste zu vermeiden. Die Mindestversion für das Update ist 21.1 und eine neue Lizenz ist nicht notwendig. Gut, kommen wir zu den neuen, zu den Verbesserungen und Neuheiten der Performance Suite. Zunächst einmal allgemeine Verbesserungen. Die erste Funktion ist vor allem für Administratoren sehr hilfreich, denn die Performance Suite hat ja in den letzten Jahren immer mehr Funktionen dazu gewonnen. Es kamen neue Funktionen hinzu und damit einhergehend ist auch der administrative Teil gewachsen. Und eventuell kann es schnell mal passieren, dass die ein oder andere neue Konfiguration nach einem Update durchrutscht und nicht gepflegt wurde. Und um dem entgegenzuwirken, haben wir einen sogenannten Admin Guide entwickelt. Es soll eine Übersicht sein mit allen relevanten und empfohlenen Konfigurationen und Einstellungen. Und das schauen wir uns direkt auch mal an in der Performer Suite selbst. Dafür springe ich rein und unter Administration kann ich auf Admin Guide gehen. Und dieser Admin Guide ist aufgebaut in drei Bereiche. Wir haben einmal den Mandatory Bereich. Dort findet man relevante Einstellungen und Konfigurationen, ohne die man mit der Performer Suite nicht wirklich gut arbeiten kann. Das heißt, die Funktionsbausteine, die notwendig sind für den BW-Connector, die BO-Connection, HANA-Connection, SAC-Connection, die gepflegt werden muss, um sich mit den jeweiligen Systemen zu verbinden. Oder auch Infos zur Synchronisation und wann die Synchronisation zuletzt durchgeführt wurde. Im Bereich Recommended findet man Einstellungen, die man pflegen sollte, um den Funktionsumfang zu erhöhen, beispielsweise wenn es um das HANA-Schema-Mapping geht oder Source-System-Mappings, um systemübergreifende Informationen zwischen HANA-BW, SAC-BW zu erhalten. Aber auch User- und Role-Management wird hiermit hier nochmal angezeigt. Und zu guter Letzt sehen wir im optionalen Bereich noch Informationen, die relevant sind, wenn es darum geht, ein Dokumentationskonzept aufzubauen. Wenn ich also beispielsweise mit Settings-Varianten arbeiten möchte, ein Word-Template integrieren möchte, Kommentar-Templates, Kommentar-Varianten und so weiter. Und ganz oben sehen wir auch einen Progress-Indicator. Das heißt, die ganzen relevanten Konfigurationen werden hier berücksichtigt und es wird geprüft, zu wie viel Prozent diese Einstellungen auch wirklich vorgenommen wurden. Wenn ich also hier draufklicke auf Function Module, dann springe ich sofort zu dem jeweiligen Bereich, kann auf Check klicken und nach dem Check, wenn ich nochmal in den Admin Guide springe und auf Run Checklist klicke, dann sollte hier sich das dann ändern auf 2 und gleichzeitig der Progress Indicator auch ein bisschen hochgehen. Das heißt, Sie können in die jeweiligen Bereiche springen oder auch, genau, Sie können in die jeweiligen Bereiche springen. Genau, also ich empfehle Ihnen auch wirklich, dass Sie sich den Admin Guide nochmal anschauen, wenn Sie auch Administrator sind oder Zugang haben zu diesem Bereich, um nochmal zu prüfen, ob es die ein oder andere Einstellung gibt, die Ihnen vielleicht noch nicht bekannt ist und mit der Sie dazu beitragen können, nochmal den Funktionsumfang zu erhöhen oder auch nochmal die Benefits zu erhöhen, die Ihnen die Performance Suite bringt. Gut. Kommen wir zur nächsten Verbesserung bzw. zum nächsten Feature und hier geht es um das Thema HANA XSA. Ab der neuen Version unterstützen wir auch HANA XSA-Objekte. Dieses Thema ist für viele Kundinnen und Kunden wird's immer relevanter und gleichzeitig haben wir in der Vergangenheit nur HANA XS Classic unterstützt. Und ab der neuesten Version, wenn ich nochmal kurz in das Tool springe, haben wir die Möglichkeit, uns auch mit diesem System zu verbinden und auch die Objekte zu synchronisieren. Ich habe hier beispielsweise so ein XSA-System, das heißt, hier wurde in der Lizenz XSA aktiviert für das jeweilige HANA-System und ich kann zunächst eine Synchronisation durchführen, genauso wie wir es auch in den anderen Systemen der Performer Suite kennen. Ich kann also hier draufklicken und was jetzt
XSA-spezifisch ist es die Tatsache, dass ich sogenannte HDI-Container einfügen kann. Und in diesen HDI-Containern sind dann auch die Calculation-Views, die dann mit synchronisiert werden. Das heißt, wenn ich das hier eingebe und speichere und die Synchronisation starte, dann stehen mir die ganzen Calculation-Views dieser HDI-Container zur Verfügung und ich kann die Objekte beispielsweise dokumentieren. Ich könnte also hier, das habe ich vorab schon gemacht, diesen Calculation-View, die Dokumentation öffnen und könnte mir Infos einholen zu den Columns oder aber auch Dinge wie beispielsweise die Struktur, ich öffne meinen Navigationsbereich, die Structure oder wenn ich mir den Join nochmal genauer anschauen möchte, die Join-Bedingung und so weiter. Das heißt, die Dokumentation ist möglich und ich kann auch schon XSA-Calculation-Views mit Analyze-Compare analysieren und vergleichen. Mir also den Aufbau anzeigen lassen, im Endeffekt nochmal die Columns. Vielleicht noch ein kleiner Ausblick bezüglich des XSA-HANA-Connectors. Wir werden die XSA-Version des HANA-Connectors mit weiteren Objekttypen und Analysen ergänzen. Und aktuell unterstützen wir auch lediglich XSA und Premise. Das heißt, an der Cloud-Unterstützung arbeiten wir aktuell noch. In der neuen Version 22.1 unterstützen wir auch Security-Objekte in SAC. Das heißt, wir sind in der Lage, Rollen, User und Teams zu synchronisieren, sie zu dokumentieren, wir können sie kommentieren, wir können sie auch Szenarien zuweisen und wir haben auch die Möglichkeit, sie mit dem System Scout zu analysieren. Und das schauen wir uns auch nochmal an, denn wir haben drei Funktionen, mit denen wir diese Objekttypen genauer unter die Lupe nehmen können. Ich öffne also erneut die Performer Suite und verbinde mich jetzt mit meinem SAC-System. So, dann müssten wir jetzt auch schon drin sein. Wir sehen hier auf der linken Seite schon die neuen Objekttypen, die neu hinzugekommen sind. Wie gewohnt können wir über die Synchronisation diese drei Objekttypen auswählen und anschließend stehen uns die Objekte jeweils auch hier zur Verfügung. Auch hier kann ich eine Dokumentation erstellen. Ich könnte also beispielsweise rcolmog, meinen User, dokumentieren und könnte mir Infos einholen, beispielsweise ein paar General Information, Personal Information, die ich auch wieder ausblenden könnte durch eine Einstellung in den Settings, wenn das aus Datenschutzgründen nicht hier drin sein soll, User Preferences und ganz wichtig, die zugewiesenen Rollen. Denn gerade hier kann es zu Intransparenzen führen und es kann schnell passieren, dass man die Abhängigkeit nicht gut überblicken kann. Denn eine Rolle kann man einem User sofort zuweisen oder er kann diese Rolle erhalten, indem er Teil eines Teams ist. Und genau das lösen wir hier auf. Ich habe beispielsweise, mein User hat die Admin-User direkt bekommen und die anderen Rollen indirekt durch die Mitgliedschaft in Teams, nämlich in dem Sales-Team und hier in den HR-Teams. Das zeigen wir also hier nochmal schön auf. Und auch in den Analysen zeigen wir das auf. Das heißt, wenn ich beispielsweise diese zwei User analysiere über Analyze Compare, die Funktion, die wir auch in anderen Konnektoren kennen, dann können wir uns den Aufbau anzeigen lassen von diesen zwei Usern. Wir sehen also auch hier wieder, welche Rollen sind dem User zugewiesen, ähnlich wie wir es vorhin in der Dokumentation gesehen haben. Und wir können gleichzeitig auch hier einen Absprung machen und die nächste Analyse durchführen, nämlich die Where-Used-Analyse. Ich kann also prüfen, wo eine Rolle, bei welchen Usern oder Teams eine Rolle zugewiesen wurde. Und das sehen wir hier dann ebenfalls, dass beispielsweise die Admin-Rolle diesen Usern zugewiesen wurde, die HR-Rolle wurde diesen drei Usern zugewiesen. Und ähnlich wie wir es vorhin auch schon gesehen haben, kann ich auch hier den Zuweisungstyp prüfen. Ich könnte also gucken, ist es ein Direct Assignment oder ist es indirekt durch die Mitgliedschaft in einem Team zugewiesen worden. Ich kann die Funktion auch durchführen für User, wenn ich herausfinden möchte, in welchen Teams sie zugewiesen wurden. Genau, das zum Thema Security-Objekte, aber eine Funktion, die ich auch noch zeigen möchte, kann man durchführen an Objekten, die wir schon länger unterstützen, nämlich an den Stories und Analytic Applications. Denn wenn ich herausfinden möchte, welche User berechtigt sind,
diese Stories und Analytic Applications zu bearbeiten oder sie zu speichern, sie zu löschen, sprich mit ihnen zu interagieren, dann kann ich das ebenfalls machen, indem ich zunächst einmal die jeweiligen Objekte suche und dann beispielsweise diese 8 Objekte analysiere und sage Authorized Users and Teams. Ich kann mir also die Info einholen lassen, welche User oder Teams berechtigt sind, mit diesen ausgewählten Stories und Analytic Applications zu arbeiten oder mit ihnen zu interagieren. Wir sehen also hier, dass häufig all, also alle User jeweils sie löschen oder sie lesen können und gleichzeitig auch gewisse User wie hier mHaring oder AqualMock sie zusätzlich noch sharen können oder updaten können. Also hier kriegt man einen schönen Überblick nochmal über das Berechtigungskonzept des jeweiligen SAC-Tenants. Gut, das zum Thema Security-Objekte. Wir machen weiter mit dem System Scout und schauen uns eine Funktion im BW-Datenfluss an. Dafür öffne ich auch sofort den jeweiligen BW-Datenfluss. Denn hier kam eine neue Funktion hinzu, die ich Ihnen ebenfalls präsentieren möchte und die sehr hilfreich sein kann. So, jetzt sind wir drin. Ich öffne den Composite Provider. Nämlich den hier, ZH2975. Und lasse mir erstmal den Datenfluss anzeigen. Und das ist erstmal nichts, was Sie wahrscheinlich nicht kennen. Das dürfte bekannt sein. Das ist der BW-Datenfluss. Und Sie sollten auch mit der Tatsache vertraut sein, dass wir wirklich nur zur BW-Data-Source gehen. Das heißt, dass wir nicht weiter nach unten gehen. Also unser Blick Richtung ERP endet dann an der jeweiligen Data-Source. Und genau das möchten wir zukünftig ändern und sind in der neuen Version einen ersten wichtigen Schritt gegangen. Nämlich, wenn wir hier draufklicken, Show Lower Entities, dann verbinden wir uns mit dem jeweiligen darunterliegenden ERP-System und wir zeigen hier gewisse Objekte an. Wir sehen also die Objekte im ERP-System, die bei der Extraktion eine Rolle spielen. Das sind beispielsweise Klassen, das heißt auch Objekttypen, die wir unterstützen, oder Tabellen, Funktionsbausteine. Wir sehen hier auch ein CDS-View und gleichzeitig auch ein Objekttyp, den wir hier mit dem die Performance Suite nichts anfangen kann, hier ein Data-Element. Genau. Und wir können hier auch weiter analysieren. Das heißt, wenn uns diese Info schon mal wichtig war, dann können wir auch sagen, gut, jetzt möchte ich auch noch diesen CDS-View analysieren und ihn dokumentieren oder mir den Aufbau anzeigen lassen von diesem CDS-View. Auch hier ein kleiner Ausblick. Im nächsten Schritt versuchen wir, die eigentlichen Quelltabellen darzustellen, die durch die Logik angezapft werden. Und deswegen steht hier auch noch Beta. Das heißt, wir sind noch nicht am Ende dieser Funktion und werden sie weiter ausbauen. Genau, wir bleiben beim Thema Datenfluss und springen jetzt zum HANA-Datenfluss. Dafür verbinde ich mich jetzt mit dem HANA-System. Sie sehen also, wir haben an den verschiedensten Ecken der Performance Suite Funktionen verbessert. Und dafür suche ich jetzt nach einem Calculation View, von dem ich mir den Datenfluss anzeigen lassen möchte. So, Calculation View. Können wir uns hier den Datenfluss anzeigen lassen. Auch das erstmal nichts Neues. Aber was neu ist, ist die Tatsache, dass jetzt sich vor allem Kunden mit Mixed-Szenarios freuen können. Das heißt, wenn sie wirklich beispielsweise in BW beginnen und dann kommt ein Absprung Richtung HANA, ein Calculation View, und in dem Calculation View gibt es dann gewisse External HANA Views, die noch angesprochen werden, dann kann man sich jetzt hier schön weiter durchklicken und sich weitere Informationen einholen. Das heißt, die Performance Suite interpretiert die External HANA Views jetzt als BW-Objekte und zeigt auch den Datenfluss an, wenn ich beispielsweise sage, gut, ich möchte jetzt hier einen Drilldown machen, ich möchte mir jetzt den Datenfluss von diesem ADSO ansehen. Und dann kann ich einen Absprung machen und quasi den Drilldown weiter durchführen, den systemübergreifenden Drilldown weiter durchführen und mir weitere Infos einholen über den Datenfluss dieses Objekts. In der Vergangenheit waren das wirklich einfach nur HANA-Objekte, die wir angezeigt haben, und wir haben sie nicht interpretiert als BW-Objekte. Das hat sich jetzt an der Stelle geändert. Gut, wir springen zurück in die Präsentation. Es gibt noch eine kleine Verbesserung,
Das haben wir jetzt schon angeschaut. Und die betrifft den Doku-Performer. Der Doku-Performer wurde dahingehend verbessert, dass die Composite-Provider-Dokumentation etwas optimiert wurde, indem wir gewisse Inhalte rausgenommen haben, die wirklich die Dokumentation sehr aufgebläht haben. Das heißt, die Output-Properties, die detailliert aufgelistet werden und deren Einstellungen detailliert aufgelistet werden pro Property, die kann man jetzt rausnehmen über die Settings. Das heißt, wenn ich beispielsweise mal hier reingehe in die Performer Suite und dann sage Settings, dann komme ich kann ich in Business Warehouse gehen und dann sehe ich diese Einstellung Output Properties. Und wenn ich ebenfalls oder wenn Sie ebenfalls vielleicht ein bisschen genervt sind, dass die Composite Provider Dokumentation zu groß ist, zu viele Seiten hat, dann können Sie hier diese Einstellung deaktivieren. Und was dann passiert, wenn wir uns das einfach mal kurz anschauen, ich habe hier eine Dokumentation geöffnet von einem Composite Provider und wir sehen, die Dokumentation hat 41 Seiten und hier sind die Output Properties, die beginnen ab Seite 12. Das heißt, man kann die Dokumentation wirklich nochmal extrem kürzen, indem einfach diese ganzen einzelnen, diese Auflistung der Properties einfach, Output Properties einfach rausgenommen werden. Und das Ganze kann man dann auch auf der Settings-Variante speichern. Die wiederum spielt eine Rolle bei den Szenarien und so weiter. Das heißt, es lohnt sich dann vielleicht wirklich damit zu beschäftigen, wenn das Thema Dokumentation eine wichtige Rolle spielt. Okay. Dann schauen wir uns nochmal ganz kurz an, welche Funktionen neu hinzugekommen sind. Als kleiner Überblick, wir haben gesehen, es gibt den Admin-Guide, der den Administratoren hilft, XSArbit unterstützt, sowie die Security-Objekte in SAC. Wir sehen, dass auch gleichzeitig drei neue Analysefunktionen hinzugekommen sind im SAC-Kontext, dass wir den HANA-Datenfluss verbessert haben, indem wir die External HANA-Views als BW-Objekte interpretieren und dass wir gleichzeitig auch die Extraktoren mit anzeigen unter dem BW-Data-Sources. Genau. Im Doku-Performer haben wir noch gesehen, dass der Composite-Provider, dass die Dokumentation reduziert werden kann. Und was ich jetzt nicht gezeigt habe, aber kurz angesprochen habe, Teams, Users und Roles können natürlich dokumentiert und kommentiert werden, so wie wir es auch mit den anderen Objekttypen kennen. Kommen wir nun zum Schluss. Noch ein kleiner Hinweis, falls das Ganze jetzt ein bisschen zu schnell war, falls Sie sich noch intensiver mit dem Thema beschäftigen möchten, dann können Sie einfach unser User Manual besuchen. Im User Manual finden Sie die What's New Seite, das heißt die neue Version 22.1 steht Ihnen jetzt zur Verfügung. Hier sind nochmal alle Funktionen aufgelistet, auch nochmal verlinkt. Und gleichzeitig haben Sie auch die Möglichkeit, sich hier in der Version History nochmal noch wirklich alle Infos einzuholen, was neu hinzugekommen ist, was es für Improvements gibt, welche Bugs gefixt wurden und so weiter. Also hier kann man nochmal etwas tiefer eintauchen, wenn das jetzt heute etwas zu oberflächlich war für Sie. Gut, ich konnte Ihnen in diesem Webinar nur kurz die Funktion anschneiden und sie nur kurz präsentieren. Wenn Sie das Gefühl verspüren, dann möchte ich noch ein bisschen mehr erfahren, ich würde das gerne an meinem eigenen System ausprobieren, dann können Sie das Ganze sehr gerne machen. Sie haben die Möglichkeit, unsere Produkte, vor allem nicht lizenzierte Konnektoren und unsere Produkte im vollen Funktionsumfang für 30 Tage lang zu testen. Kontaktieren Sie uns gerne und dann stellen wir Ihnen das Ganze zur Verfügung. Okay, das war's von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass Sie auch bei zukünftigen Webinaren dabei sind. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Machen Sie es gut. Tschüss.